Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 4. So, ich muss jetzt mal gucken hier, dass ich da mit den Nummern nicht durcheinander komme, dass ich 4-8 sage oder sowas. Wir sind immer noch im Schloss Baron und ja, ich war noch dabei, mich hier umzugucken. Nachdem wir einen seltsamen Befehl vom König, beziehungsweise einen seltsamen Befehl vom König ausgeführt hatten, ihm den Wasserkristall gebracht hatten. Und weil wir das hinterfragt haben, vertraut er uns nicht mehr. Und wir sind quasi, ja, degradiert worden. Du bist doch dieser elende Dunkelritter. Glaubst du wirklich, deine Verbrechen bleiben ungesühnt? Was aus uns wird, spielt keine Rolle. Aber du musst den Kristall wieder zurück nach Mycidia bringen. Ihr habt doch keine Ahnung. Der Kristall ist nicht einfach nur ein weiterer funkelnder Edelstein. Ja, also aus Final Fantasy 3 zumindest weiß ich, dass die Kristalle die Welt im Gleichgewicht gehalten haben. Aber Cecile ist sich das selbst bewusst. Sieh an, wer zurück ist! Cid, Flottenmeister Barons. Cid, kannst du mir ein Luftschiff bauen? Rosa war krank, vor Sorge um dich. Er sagt, eins sage ich dir, mein Junge, wenn du sie zum einen bringst, kriegst du es mit mir zu tun. Wo wir gerade von unserer Liebsten sprechen, wie geht's meinem Schiffchen? Noch alles dran? Flügel, Bug und Lack? Deine Männer sind Barbaren, die wissen doch nicht, wie man eine Lady behandelt, stimmt's was? Cid, weißt du... Was? Und stattdessen sollst du jetzt irgendeine Kreatur zur Strecke bringen? Was wird jetzt aus den Rotschwingen? Wer außer dir soll sie denn anführen? Ich sag dir, in letzter Zeit stimmt was nicht mit seiner Majestät. Keiner weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Er hat mir befohlen, ein neues Luftschiff zu bauen. Schneller, wendiger und vor allem mit mehr Feuerkraft. Als ob ich die Schiffe konstruieren würde, damit er Krieg führen kann. Die Bürger reden auch schon. Alle sind in Sorge, welchen Kurs Baron einschlägt. Und jetzt schickt er dich zum Dorf des Nebels? Pass auf dich auf! Aber bei dir brauche ich mir da wohl keine Sorgen zu machen. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Meine Tochter dreht mir den Hals um, wenn ich nicht bald wieder daheim blicken lasse. So viele Nächte durchgearbeitet. So. Kommandant. Was ist denn hier los? Wir können die schrecklichen Ereignisse in Mycidia nicht vergessen. Nur im Wein ertrinken. Die Rotschwingen sind tief gefallen. Ja. Dieser Sieg hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Bist du denn? Seid gegrüßt, nobler Rittersmann. Mein Name ist Hemingway. Ich bereise die Welt und gebe denen neue Namen, die mit den Alten nicht zufrieden sind. Bedauerlicherweise treffe ich in letzter Zeit auf immer weniger, die diesen Wunsch hegen. Wie steht's mit euch? Ein neuer Name gefällig? Gib bis zu 5 Zeichen ein, keine Emoticons. Nee, ich lass mal die Namen. Die meinen, ihr könnt euren Namen nicht ändern? Das ist mir noch nie passiert. Meine Existenz hat dadurch in Frage gestellt. Wie könnte sich jemand, der anderer Leute Namen nicht ändern kann, noch ein gutes Gewissen Hemingway nennen? Also Hemingway. Ich glaube, es ist an der Zeit, mich auf neue Reise zu begeben. Möge ich mich selbst finden. Schön. Naja. Westturm, erstes Obergeschoss. Ich habe euer Bett frisch bezogen, Lord Cecil. Man sagte mir, ihr brecht morgen früh schon wieder auf. Ruht euch heute Nacht gut aus. Ja. Das werde ich. Irgendwie tun müssen.
Ja. Schlafen? Ja. Jetzt bin ich auch mal sehr gespannt. Your Majesty, what's become of you? Where is the noble knight, the man who took me in as an orphan and raised me as his own? The strong, just king I once knew. Is a crystal worth all this? Robbing a peaceful people of what's theirs by right. What need could be so great? King's orders or no, there's no forgiving what we've done. Cecil? Won't you tell me what happened? First you're sent off to Mysidia, and now to hunt some beast again so soon? Did something happen in Mysidia? No, it's nothing. Then why won't you look at me? In Mysidia, we stole a crystal from people who had done no wrong. I've worn this darkened armor for so long now, there's no mote of light left in me. Not even in my heart. You're a good man, Cecil. I'm a coward. A coward who cannot even defy orders he knows he ought not follow. Cecil of the Red Wings is many things, but he is no coward. Not the Cecil who I love. The king is sending you to Mist to slay the Eidolon, isn't he? If anything were to happen to you, I couldn't... Cain will be with me. I'll be fine. It's late. You should get some rest. Be careful. Thank you, Rosa. But I know what I've become. Shall we then, Cecil? I'll be counting on you, my friend. Then you've nothing to fear. So begab es sich, dass der Kunkelritter Cecil das Kommando über die Rotschwimmen beraubt, im fernen Dorf des Nebels aufbrach. Zusammen mit Cain, dem Kommandanten der Dragooner, zog er aus, um die geforderte Kreatur zu erlegen, um sich zu rehabilitieren. Mit den Luftschiffen kam eine neue Ära für die Menschen. Ein lang ersehnter Traum war endlich Wirklichkeit geworden. Doch nimmersatt begannen sie schon bald, neue Träume zu haben. Die mächtigen Rotschwingen verhalfen dem Königreich Baron zu unvergleichlicher militärischer Macht. Aber warum strebt der König jetzt nach den Kristallen? Und wieso treiben Kreaturen ihr Unwesen, die bis vor kurzem noch friedlich waren? Die Kristalle geben keine Antwort und schweigen.
So ihr helles und reines Licht kündet von ihrer großen Weisheit. Boah, Gänsehaut bei der Musik. So. Wir verlassen das Schloss. Ich geh weg ein. Ich wollte dich nicht hineinziehen. So, Kain ist, ja, ein Dragoon. Was auch sonst. Und er kann natürlich den Sprungangriff. Wir können auch in die Stadt. Habt ihr dieses Gerücht vernommen? Es heißt, es gäbe einen Übungsraum unter dem Teufelsweg. Unerfahrene Abenteuer erhalten dort einige Ratschläge, murmelt man. Lord Cecil von den Rotschwingen sucht das Tal des Nebels, durchquert die Höhle im Nordwesten und ihr werdet es finden. Nordwesten, okay. Hereinspaziert. Tauschen, Phönixfeder. Ja, wie stirbt man denn hier so? Monsterfiebel. Bewirkt Analyse, okay. Da kann man also sich Monster anschauen. Zelte gegen Gift und Tauschen sind die besten Wegbegleiter eines Reisenden. Wenn ihr groß vorhabt, solltet ihr groß einkaufen. Ja, sofern man Geld hat, sag ich mal, ne? Ja, ein Hotel. Wieso kann ich hier... Ah, Potion. Okay, ich sollte also wieder alles untersuchen. Warum diese Aufmachung? Bist du ein böser Mensch? Nein, ich bin von Grund auf lieb. Tänzerin gesucht. Süß und tanzt für dein Leben gerne. Bewirb dich beim Schankwirt. Ja. Ja, genau. Das könnte dir so passen, ne? Oh, ich will tanzen. Nein. Ich wollte mich zum Tanzen bewerben. Noch eine Potion. Bitte, man muss eigentlich gar nicht einkaufen, man muss sich nur umgucken. Lord Cecil, ich schwöre euch, nichts Unrechts getan zu haben. Auch meine Steuern sind im Voraus bezahlt. Ganz ruhig. Der ehrenwerte Dunkelritter aus der Burg. Was? Die Rechnung? Ich bitte euch, ihr müsst natürlich nichts bezahlen. Das ist sehr lieb, aber das ist ein Schalter. Zwergenbrot. Zelt. Und Augentropfen. Okay. Warum nicht? Kram kann man immer mal gebrauchen. Was haben wir hier noch Schönes? Hallo. Ich bin mir sicher, es bringt Unheil, sich in die Angelegenheit des Dorfs des Nebels einzumischen. Nebenan befindet sich der Eingang zum Teufelsweg, hier in den unheiligen Weg nach Bosnia. In friedlichen Zeiten war dies die belebte Handelsroute, doch seit der Magier auf dem Weg auf ihrer Seite versiegelt haben, ist es damit aus. Hier unten gibt es noch einen militärischen Übungsraum. Ihr braucht aber sicherlich keine Lektionen in Kriegskunst. Der Ausgang in Mesilia ist versiegelt, was das Reisen verhindert. Ah ja, okay. Auch in Höhlen gibt es Orte, an denen ihr speichern könnt. Macht euch das zunutze. Schnelle Entscheidungen sind das A und O im Kampf, aber es kann nicht schaden, die Kampfgeschwindigkeit zu senken, bis alles sitzt. Falls ihr wirklich herausfinden wollt, aus welchem Holz ihr geschnitten seid, stellt in Optionen den Kampfmodus auf aktiv um. Dann stirbt der Bär, denn die Monster greifen euch auch an, während ihr gerade Magie oder Items auswählt. Das ist wirklich nur was für starke Nerven. Mit dem Gruppenmenü könnt ihr die Gruppe nach euren Wünschen ändern. Starke und schwache Mitglieder können jeweils in die vordere und hintere Reihe gestellt werden. Die Auswahl des Befehls während des Kampfes, die Reihen zu tauschen, ermöglicht es, die erste Reihe der Gruppe nach hinten zu verschieben und die hintere Reihe in den Vordergrund. Wenn mehrere Mitglieder der Gruppe in Kampfgeräte aufgefüllt haben, können sie die Tabulate drücken, um eine Reihe durchzulaufen. Das ermöglicht ihnen, die Reihenfolge zu ändern, in der sie agieren, so können sie strategischer kämpfen. Bedenken Sie, dass Umsicht und Mut gehört und so führt, dass Sie sich nicht mit Phoenix Down herumangeln. Da ist es nicht übersetzt worden. Phoenix Down ist die Phoenixfeder. Wenn eine Schlacht schief läuft, flüchten Sie mit M. Und nicht vergessen, es gibt viele Zaubersprüche, die alle Feinde oder Freunde geweckt werden können. Drücken Sie nach unten, falls Sie den Zauber auf die angezielte Partei ändern wollen. Befehl Target All trifft alle in der angezielten Partei mit einem Omnicast-Zauber. Beim Aussenden
einer Zauberwirkung aus dem Magic-Menü der Wahl Target All wird sich der gewählte Zauber nicht auf den Einzelnen, sondern auf alle Gruppen wieder auswirken. Ja. Wunderbar. Sie können den Automodus während des Kampfes aktivieren, indem Sie C drücken. Dann führen alle Gruppen die automatisch Kämpfe viel aus und die Fähigkeiten festgelegt haben. Ja, aber warum sollte ich automatisch kämpfen? Dann gucke ich ja nur noch zu. Das ist ja Quatsch. Finster sind diese Zeiten, in denen der König seine Soldaten sich in die Schwertkunst üben lässt. Ja. Die Tür ist abgeschlossen. Ach ja, noch etwas zum Thema Spoiler. Ich möchte keine Spoiler zu dem Spiel in den Kommentaren lesen. Weil ich, wie gesagt, ich kenne Final Fantasy 4 nicht. Wenn ich auf meinem Abenteuer etwas übersehen habe, dann dürft ihr einen Tipp geben, ey, schau dich nochmal um, da gibt's noch was. Aber bitte auf gar keinen Fall sagen, du hast XY dort vergessen. Das ist dann zu direkt, das möchte ich nicht. Vater hat hier die ganze Nacht durchgearbeitet, dann wird er endlich begreifen, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Können wir mal mit ihm reden, Cecil? Vielleicht hört er ja auf euch und tritt etwas kürzer. In der Stadt redet man schlimme Dinge über seine Majestät und seine Untergebenen. Aber es gibt auch aufrechte Ehrenmänner wie euch, Lord Cecil. Mein Vater streitet sich deshalb oft mit den anderen Bürgern, lässt nichts auf euch kommen. Autsch! Ja. Das sind zwei Prinzipien des Auftriebs. Ah, das. Ja, da pennt er jetzt. Ist fertig. Der neue Antrieb auch. Und ich ebenso. Ja, wenn man so hart schuftet, lieber Sid, ne? So, was haben wir hier noch? Hallo, Rosasse. Die jüngsten Anwandlungen seiner Majestät beunruhigen mich. Und du, deine Männer begehen schreckliche Verbrechen, Befehle hin oder her. Ich bitte dich, halte Rosa raus aus diesen gefährlichen Unternehmungen. Würde ich auch nie tun. Autsch. Warum? Warum sollte man da ins Feuer fassen? Das ist doch Blödsinn. Oh, ein Dunkelritter. Aber ich finde, so böse siehst du gar nicht aus. Tür ist abgeschlossen. Ah, super. Da, wo man Waffen und Rüstung kaufen kann, da ist zu. Das ist ja wieder super. Mein Lord, ich schwöre, ich habe nicht schlecht über seine Majestät gesprochen. Ich zeige euch etwas im Austausch. Vergessen wir den Zwischenfall, ja? Ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich durfte mir hier gerade eine ganz private Tanzvorstellung anschauen. Ja. Da war doch eben was. Hallo? Bronzesanduhr gefunden. Zelt gefunden. Da sind Kisten unter Wasser. Was sind die Bronzesanduhr? Bewegt kurzzeitig Stopp. Okay. Kann ich also einen Gegner einfrieren? Wieso auch nicht? So, jetzt haben wir mal genug geplanscht. Da war noch was. Augentropfen. Okay. Da ist nichts mehr. Mal vermuten, hier geht's aus der Stadt raus. Nee. Die Tür im Westen der Stadt kenne ich. Die führt zum alten Wasserweg und wiederum in die Burg. Aber sie ist seit geraumer Zeit abgeschlossen. Naja.
dann würde ich sagen, speichern wir das erste Mal offiziell. Und beenden diesen Part. Und beim nächsten Mal ziehen wir dann los zum Dorf des Nebels. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Onion.